Ich bin es, Connor. Batsch. Immer wieder ein Highlight. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human. Im zweiten Durchlauf haben wir beim letzten Mal wieder mit Kara und Alice das Horrorhaus verlassen. Und das ist eigentlich fast genauso abgelaufen wie beim ersten Durchlauf. Mal wieder. Und ich habe wieder Probleme mit der Steuerung gehabt. Mal wieder. Und ja. Und sie wollte die Shotgun nicht mitnehmen. Warum eigentlich nicht, frage ich euch. Sie hätte die Shotgun einfach mitnehmen können, weil eine Waffe, die der andere, der die Munition hat, nicht in die Hände bekommt, ist eine Waffe, die er nicht gegen Kara und Alice erheben kann. Also das hat für mich irgendwie nicht so wirklich Sinn ergeben. Wenn euch dieses Drama noch interessiert, wenn ihr es nicht gesehen haben solltet, rechts oben in der Ecke ist immer die Playlist verlinkt entsprechend. Da könnt ihr nochmal reingucken. Und ja, ist natürlich wieder das übliche Drama gewesen an der Stelle. So, jetzt geht's hier weiter mit... Ha, jetzt kann ich endlich wieder Connor umbringen. Sehr gut. Die einen Regenschirm dabei hat und ihn nicht benutzt. Connor, du bist echt der Genialste. Ohne Witz. Ich frag mich nach wie vor immer noch, was das für eine komische Handtaste da hinten ist. Und warum zur Hölle kann ich die benutzen? Hier ist so eine Schaltfläche, so, da kann ich, die kann ich berühren. Da, beim letzten Mal haben wir das ja gemacht. Ich mach's jetzt einfach mal nicht. Wir machen jetzt mal, wie gesagt, bei sowas bewusst das Gegenteil. Wir fassen das nicht an. Wir müssen nicht alles anfassen. Wir fassen mal jetzt bewusst weniger an, würde ich sagen. So, wo ist denn jetzt die hässliche Frau? Da hinten ist der Grabstein. Die Frau, wo ist denn die jetzt hier? Ich sehe die gerade auch gar nicht. Steht die hier irgendwie in der Mitte rum? Da hinten ist sie. Auf zur Frau. Zur komischen. Zur Orakelfrau. Hallo, Amanda. Connor. Amanda, genau. Ich habe dich erwartet. Gehen wir ein kleines Stück? Ich muss Amanda mal mehr provozieren, glaube ich. Damit meine Anomalie hier, meine Softwareinstabilität ein bisschen ausgeprägt ist. Wieder. Dieser Abweichler war ein faszinierender Fall. Zu schade, dass du ihn nicht festnehmen konntest. Tja. Erklären. Abweichler handeln völlig irrational, was es schwierig macht, ihre Aktion vorherzusehen. Aber ich hätte effizienter sein müssen. Konntest du etwas herausfinden? Tagebuch, Vögel. Er war von Vögeln fasziniert. Abweichler können Interesse an Lebensformen zeigen wie Insekten und Haustieren. Aber nicht in dieser Form. Was noch? Zeichen an den Wänden. Irgendwas habe ich da schon wieder nicht gefunden. Die Wände waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Wie andere Abweichler schien er wie besessen von RA9. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Hanks Rettung, Connors Tod. Guck mal, Connors Tod. Es scheint schwierig für ihn zu sein, wenn ein Connor zerstört und dann ersetzt wird. Ich weiß, Menschen kommen schlecht mit Verlust zurecht. Das hatten wir nicht, definitiv nicht. Es wird sicher Probleme mit ihm geben, wenn das nochmal passiert. Uns bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Anderson und untersuche ihn. Das Gespräch lief groteskerweise besser als beim letzten Mal, glaube ich. Beim letzten Mal war die Instabilität mal kurz aufgeflammt. Ja, obwohl. Ja, also
Es entwickelt sich alles schon wieder nicht so, wie ich das gedacht hätte. Aber das ist irgendwie wieder geil, dass es eben nicht so läuft, wie ich mir das denke. Gut, auch wegen meiner eigenen Inkompetenz in Bezug auf Quicktime-Events, zugegeben. Es ist aber auch nicht einfach, das muss man mal sagen, ey. Man kann das aber auch runterstellen, die Schwierigkeit bei den Quicktime-Events irgendwie. Habe ich mal irgendwie in den Kommentaren gelesen. Da kann man irgendwie Lieutenant Anderson. Es ein bisschen verzeihender machen. Jemand zu Hause? Finde einen Weg hinein, genau. Der hat sich ja hier ein bisschen gehen lassen, der Lieutenant. Warte mal, da gehen wir gleich direkt hier hinten rum. Weil der Lieutenant, der liegt da. Der ist ja besoffen. Ja, warte mal, genau. Ich wollte auch mal hier gucken. Genau, da kann man Dinge tun. Hank ist ohnmächtig, genau. Lieutenant Anderson! Rein da! Ah! Ruhig! Sumo! Ich bin dein Freund! Ja? Ich weiß deinen Namen. Ich will deinen Besitzer retten. Aufstehen, los. Jetzt hier rein in die Dusche mit dem. Sieh nach Hank. Warte. Untersuchen. Spuren von Alkohol. Der hat auch ganz schön gesabbert. Da hat er die Hälfte daneben gekippt. Ja, Whisky. Hier haben wir die Knarre. Eine Kugel übrig. Und irgendwo ist noch ein Hinweis. Hä, wo ist noch? Wo war jetzt der vierte? Ah, da. Herz, genau. Leichte Anzeichen eines Traumas. Lieutenant! Aufwachen, Lieutenant! Ich bin es, Connor! Batsch! Immer wieder ein Highlight. Ich werde sie zu ihrem eigenen Wohl ausrichten. Ich muss sie warnen. Los, das wird nicht angenehm. Verpiss sie aus meinem Haus. Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche sie. Ah, LB ist oben, okay. Und LT ist unten, verstehe. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, ihr Face. Hochheben. Bring ihn. weil. Tja. Der Hund ist offensichtlich keine Hilfe. Öffnen. Rein mit ihnen. Na, ja, lass mich in Ruhe, du Arschloch. Ich geh nirgendwo hin. loslassen, los. Jetzt haben wir beide Spaß gemeinsam in der Dusche. Was? I'm not grumpy stand da? Ich will nicht mal. Danke. Tut mir leid, Lieutenant. Schieben. Es ist zu Ihrem Besten. Da kann aber auch ganz schön was schief gehen, wenn man einen so in die Wanne schubst. Vor allem einen Besoffenen. Was tut er hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? B. Sie scheinen wirklich Probleme zu haben. Suchen Sie einen Experten auf, der Ihnen helfen kann. Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Oh.
Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Hank gefunden. Ich hole sie. Genau, Hank ist ausgenüchtert. Das ging aber schnell mit dem Ausnüchtern. Warte mal. Ich will mal gucken, was hier steht. Egal. Wir suchen mal ein bisschen rum hier. Das kann ich doch bestimmt jetzt schon machen, die Suchaktion hier. Man konnte doch hier irgendwie Hinweise suchen. Oder ist das jetzt noch nicht... darf ich das jetzt noch nicht? Nee, darf ich scheinbar noch nicht, okay. Dann müssen wir... das Hippie-Outfit können wir ihm jetzt wieder verpassen? Warte. Was möchten Sie anziehen? Das ist egal. Er sagt, es ist egal. Gestreift... Streifig? Wo ist bitte der Unterschied? Wir nehmen mal streifig. Wir nehmen diesmal nicht das Hippie-Outfit. Das hat er beim letzten Mal schon. Und er hat gesagt, das ist egal. Egal, hat er gesagt. Egal. Leg ich einfach hin und geh raus. Alles in Ordnung, Lieutenant? Ja. Ja. Wundervoll. Nur... gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Der verträgt den Alkohol ja genauso gut wie ich, ey. Geil. So. Nur bei mir tritt das schon ungefähr nach 2 Gläsern auf. So, warte mal. Hier war noch was. Mir wurde gesagt, ich soll in Hanks Zimmer ein bisschen genauer gucken. Aber guck mal, das hat man noch nicht gelesen. Das lese ich jetzt mal. Zeit für die Reißleine. Depressionsscreening. Eine Studie unter der Leitung von Dr. P. Gorganski hat die Zeit, die wir vor dem Bildschirm verbringen, mit der weit verbreiteten Antidepressiva-Epidemie in Verbindung gebracht. Vom Aufwachen bis zum Zubettgehen sind wir umgeben von Bildschirmen. Natürlich macht zu viel Fernsehen die Augen nicht quadratisch, aber es kann andere schädliche Auswirkungen haben. Hierzu gehören Schlafstörungen, müde Augen und emotionale Unterentwicklung und Depressionen aufgrund mangelnder Interaktion. Gorganskis Studie fand heraus, dass bei 2 von 3 Personen, die Antidepressiva nehmen, mangelnde soziale Interaktion der Hauptgrund ist. Mittlerweile verbringt ein Mensch durchschnittlich 82% seiner Zeit mit der Kommunikation über ein Gerät anstatt persönlich und die Beziehungen leiden darunter. In Reaktion darauf hat CyberLife ein Heimpsychologie-Add-on für Androiden entwickelt. Dies soll uns lehren, wieder zu kommunizieren. Das Upgrade kostet $150. Doch durch Gruppentherapiesitzungen und Aktivitäten speziell für Kinder und Erwachsene profitiert die ganze Familie davon. Aber Gorganski ist skeptisch. Unsere Gesellschaft ist süchtig nach Technik. Da kann noch mehr Technologie nicht die Antwort sein. Geht einfach raus und redet miteinander. Wenn es mal so einfach wäre. Anrüchige Liebe. Oh, guck mal, das ist North. Polizei nutzt Marketingdaten, um Kriminelle frühzeitig zu identifizieren. Politiker im Fokus. Sind US-Senatoren wirklich so korrupt? Verkaufszahlen von Androiden Intimpartnern explodieren. Androiden, die in der Lage sind, die sexuellen und emotionalen Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen, waren ein derartiger Erfolg, dass CyberLife Probleme hatte, der Nachfrage nachzukommen. Obwohl die Idee anfangs weit hergeholt schien, hat sich CyberLifes Risiko ausgezahlt. Diese Androiden bieten nicht weniger als ein komplettes Partnererlebnis für Männer und Frauen. Die Vorteile sind zahlreich. Androiden versorgen den Haushalt, kochen auf höchstem Niveau und erfüllen jede sexuelle Fantasie, ohne je zu sagen, heute nicht, Schatz, ich hab Kopfweh. Geil. CyberLife konzentrierte sich zu Beginn auf Singles in Städten. Die aktuelle Rekordscheidungsrate zeigt, dass viele Männer und Frauen lieber mit einem Androiden als mit einem menschlichen Partner zusammenleben. Schlechte Nachrichten für die bereits niedrige Geburtenrate, die ernste Fragen über die Rolle der Androiden in unserer Gesellschaft aufwerfen. Geil, herrlich. So, noch irgendwas hier? Das hatten wir nämlich beim letzten Mal noch nicht. Kann ich mich erinnern. Hier liegt aber auch leider jetzt nicht noch irgendwas anderes, oder? Warte mal, ich muss auch mal wieder hier die Sicht machen. Genau, nee. Wir können an der Tür horchen. Warte mal, was haben wir denn hier für Punkte, die wir benutzen können? Den Hund. Die Sammlung, das Bild und die Knarre. Ich gehe mal zum Hund. Ich glaube, das hatten wir noch nicht beim letzten Mal. Streicheln.
Das ist bestimmt gut für die Instabilität. Hat er nicht gesagt, Abweichler haben eine Beziehung zu Tieren? Ich glaube ja. Das müsste die Instabilität eigentlich ein bisschen befeuern, theoretisch. Oh. Sei schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da. Jetzt wissen wir nichts über die Knarre und über das Kind, glaube ich. Aber ich glaube, das ist ganz gut so. Weil dann können wir ihn da drauf nämlich nicht ansprechen. Dann lassen wir ihn da nämlich nicht ausrasten deswegen. Ich vermute mal, wir haben es definitiv jetzt mal anders gemacht. Genau, Bild von Hanks Sohn, das haben wir diesmal nicht gemacht. Wir haben jetzt das Ding gelesen und wir haben den Hund gestreichelt. Und wir haben wieder irgendwas nicht unlocked. Irgendwas ist noch komplett zu. Aber ich frage mich halt immer, was ist das dann? Naja, okay, egal. Wir fahren mal fort. Statistik geht ja eh nicht. Jetzt kommt der Diebstahl im Cyberdive-Lagerhaus. Ich erinnere mich. Das ist Wahnsinn. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir da. Gelange zum Cyberlife-Lager. Genau. Und da wird gerade nochmal gefragt, ja, mein Creator-Tag ist Spielmehr mit AI. Danke an alle, die sich übrigens das Spiel mit dem Creator-Tag geholt haben. Das ist auf jeden Fall eine richtig geile Unterstützung. Vielen lieben Dank an der Stelle. So, hier müssen wir jetzt wieder klettern. Und dürfen wieder nicht gesehen werden. Vorsicht! Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Hinterher! Mal sehen, was ich jetzt wieder für Tasten drücken muss. Ah! Die A-Taste. Immer schön North hinterher. North weiß, wie der Hase läuft. Ah, wie sie mir im Weg laufen. Wow, oh Gott. So, voll aufpassen! Cyberlife! Ah! Oh Gott! Ah! Ah! Marcus, komm hier auf! Ah! Hä? Wie hat er da plötzlich auf die andere Seite gekommen? Herrlich. Ich find's ja schon heftig, dass die Androiden im Game ab $799 zu haben sind. Keine Ahnung, welchen Wert der Dollar zu der Zeit haben soll, aber heutzutage wird ja nicht mal eine ordentliche Glotze dafür. Ja, genau, ne? Das ist schon krass eigentlich, so die Preisgestaltung. Oder die sind halt bei 799 können die vielleicht einfach auch gar nichts. Man weiß es nicht. Vielleicht ist die Produktion gar nicht so teuer und die Software bzw. die Algorithmen sind das eigentlich aufwendige. Und das lässt man sich dann halt entlohnen, so ein bisschen, ne? Da wäre mal interessant, wie die anderen Sachen so, wie viel die so kosten. Zuerst muss diese Drohne weg. Also Autos oder, ne? Ich mach das. Man hat ja nicht wirklich viel Vergleich. Schokoriegel sind gar nicht so teuer im Vergleich eigentlich. Gar nicht so viel mehr teuer. Achso, vor Kunst drin. Eigentlich sind die ja fast genauso teuer wie heute. Das geht nicht. Würde bemerkt werden, genau. Ne, wir müssen da... Hä, wieso? Warte. Ah, jetzt. Dahin, genau. Nach oben, genau. Dann da oben. Das wäre zu hoch, okay. Hä? Ah, genau so. Dann so und dann ran an die Braut. Wäre zu weit? Okay, nee.
Moment. Also, okay. Berechnen. Das ist aber irgendwie immer gleich, kann das sein? Also... Da musste ich ja jetzt auch nichts drücken, oder? Doch, Y! Bist du okay? Ja, ja, alles klar. Gut gemacht, Marcus. Haha! Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Nehmt so viel ihr könnt. North gefolgt. Ich bin mal gespannt, ob man der die Begegnung, ob man der ausweichen kann. Und mit dem Wachandroiden da. Nehmen. Nee, kann man nicht. Da ist er schon. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. Turn! Gottverdammte Maschine! Wo ist der diesmal? Nehmen und verstecken oder Wache umbringen oder weglaufen. Nehmen und verstecken. Das hat ja beim letzten Mal eigentlich ganz gut funktioniert. John? Ich brauche deine Hilfe. John? Freilassen. Da bist du ja. Was zur Hölle machst du da? Ich habe die Plattform überprüft. Es ist alles in Ordnung. Gut. Ich gehe zurück zur Kontrollstation. Bin klatschnass. Das mache ich jetzt einfach mal genauso wie beim letzten Mal. Verstanden. Weil das war ja eine sehr gute Lösung eigentlich. Das gibt ja keinen Grund, da jetzt absichtlich zu versagen eigentlich. Steckt den Rest ein und dann nichts wie weg. Sucht weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Ich versuche es ein bisschen schneller zu machen als beim letzten Mal vielleicht. Genau, die große Kiste war die hier. Die ich beim letzten Mal erst nicht gecheckt habe. Sie befreien. Ihr könntet mitkommen. Sehr gut. Norse hat gar nicht gemeckert jetzt gerade. Hat die nicht beim letzten Mal Einspruch? Können wir nicht tragen. Gehen wir. Nehmt mich mit. Ach nee, hier war das mit dem Einspruch. Er ist auf ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir nehmen den mit. Hier lassen. Es ist viel zu gefährlich, sie mitzunehmen. Die kommen alle mit. Annehmen. Sie kommen mit uns. Alle kommen mit. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Ja, wir nehmen den mit. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant.
Schlüssel holen. Wartet hier. Nach 10 Minuten geht ihr ohne mich. Markus. Ich komme mit dir. Nein, ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Ja, genau. Das kriegen wir schon hin. Beim letzten Mal habe ich das auch hingekriegt. Hier, genau. Wir machen es wieder genauso wie beim letzten Mal. Wir gehen hier rein. Verstecken uns da kurz. Dann machen wir da auf. Und dann lösen wir den Kurzschluss aus. Das passt schon. Das war gut. Das mache ich wieder genauso. Wenn ich nicht wieder irgendwie ein Quicktime-Event versaue. Verdammte Hunde. Warum bellen sie schon wieder? Vielleicht das Wetter. Sie mögen keinen Sturm. Ja, ich wollte dieses Wochenende mit den Kindern campen. So viel da. Oh, scheiße. Ist Mike noch in Zone 4? Sieht so aus. Schlüssel gefunden. Die Wache bedrohen. Warte mal, ich muss mal schnell die Interaktionspunkte prüfen. Ja, Stromausfall verursachen ist besser. Das ist für die öffentliche Meinung, glaube ich, ein bisschen besser. Nehmen, genau. So, genau. Kurz schließen, genau. Das hatten wir ja beim letzten Mal genauso gemacht. Öffnen. Und rein damit. Bam, genau. Und jetzt schnell rein hinten wieder. Bleib ungesehen, genau. Schnell wieder hinten rein. Und jetzt schnell hier stehlen, genau. Sehr gut. Und dann wieder hinten raus. Komm. Ja, geh, komm. Komm raus, wir wissen, dass du da bist. Schnell. Und jetzt. Rüber. Und. Wir haben's. Jawohl. Hat wieder genauso funktioniert wie beim letzten Mal. Hervorragend, meine lieben Freunde. Hervorragend. Nice. Öffnen. Wenn man einmal weiß, wie es geht, ne, dann ist das kein Problem. Ich verstehe auch nicht, warum ich bei manchen Sequenzen so gut klarkomme und bei anderen irgendwie nicht. Ist so ganz merkwürdig. Klauen liegt mir halt. RT. Sehr gut, meine lieben Freunde. Sehr gut. Die suchen sich noch einen Wolf. Schön, dass die Scheiben praktischerweise auch getönt sind, sodass man nicht sieht, wer da am Steuer sitzt. Stellt euch mal vor, die Scheiben wären von außen durchsichtig. Und man könnte sehen, wer da sitzt. Und man könnte sehen, dass das gar keine Mitarbeiter sind. Mensch. Eine Wagenladung. Wir haben die ganze Ladung geklaut. Wir haben Biokomponenten für alle. Biologie für alle. Wir das nie geschafft. Komponenten für alle. Biologie für alle. Nice. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. Yay, Freiheit. Freiheit.
Okay. North folgen, genau. Ich will mal gucken, da sind da so zwei, drei Schlösser gewesen hier. Was haben wir denn da eigentlich für Alternativen? Was hätte man da gehabt? Stromausfall. Okay, da hatte ich noch drei Möglichkeiten. Ich hätte die Wache noch bedrohen können, theoretisch. Da gab es auch nochmal eine Aufschau. Aber bestimmt sind das keine guten Ergebnisse gewesen da. Das ist bestimmt nicht so gut wie das, was wir gemacht haben. Hier hinten gab es noch. Genau, hier hat sich's nochmal gesplittet. Okay, man hätte die Wache wahrscheinlich töten können. Und hätte aber trotzdem die Suche fortgesetzt wahrscheinlich. Also es hätte sich wahrscheinlich nicht so ausgewirkt. Androiden packen und verstecken. Auch da hätte es mehrere Möglichkeiten gegeben. Da wäre es dann nach vorne gesprungen. Ah, okay, da wäre es dann wahrscheinlich eine Flucht geworden, schätze ich mal. Vermute ich jetzt mal ganz stark. Ich glaube schon, dass der Weg, den ich da hatte, dass das der perfekte Weg war, um da durchzukommen. Mit dem perfekten Outcome. Und an der Stelle ist diese Folge Detroit Become Human auch wieder zu Ende. Wenn euch das Spiel hier gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, das selber zu spielen, ihr könnt euch das für den PC holen im Epic Store und ihr könnt dabei auch gerne meinen Creator-Tag Spielbär mit AE benutzen. Für euch wird es dann nicht teurer, aber damit unterstützt ihr meinen Kanal mit einer prozentualen Beteiligung am Kaufpreis, die Epic zahlt, und das ist eine sehr gute Unterstützung. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank, und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mir auch in den Kommentaren gerne schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Detroit Become Human. Bis dann, ciao, ciao!